Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute Nacht, wieder wie immer Freitag auf Samstag, freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir hier live reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Also meine obligatorische Frage, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und genau das frage ich jetzt auch. Meine erste Anruferin, das ist die Christina und Christina ist 13 Jahre alt. Hallo Christina. Hallo Domian. Weswegen hast du mich angerufen? Ich bin schwanger. Seit wann weißt du das? Seit 2-3 Tagen. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, 2-mal, einmal vor 3 Tagen. Ja. Und dann nochmal gestern. Und es hat 2-mal Ja angezahlt, dass ich schwanger bin. Und vor Angst habe ich halt gleich alles weggeschmissen wegen meiner Eltern, da ich erst 13 bin. Ja. Und ich habe halt bis jetzt noch mit keinem darüber geredet, weil ich weiß nicht, wie ich mit dem Problem fertig werde. Ja. Weil mal mit 13. Wer ist der Vater? Wer? Ja. Also wie alt? Ja, wie alt der Vater ist? 16. Und wie lange bist du mit ihm befreundet schon? 3 Monate. Er weiß das auch noch nicht? Nein, noch kein Mensch. Halt bis sie jetzt. Was geht im Moment in dir vor? Wie fühlst du dich? Halt alles. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und so halt. Ich fühle mich gar nicht gut halt mit 13 Mutter. Wie soll ich meine Ausbildung machen, die Schule und das alles? Jetzt habt ihr beide ungeschützt miteinander geschlafen. Ja, ich habe halt gehört, dass man mit, wenn man noch Jungfrau ist, dass man da nicht schwanger werden kann und so. Was natürlich Quatsch ist, ne? Ja, das habe ich jetzt halt auch mitgekriegt. Ja. Wie ist dein Verhältnis, Christina, zu deinen Eltern? Zu meinen Eltern ist es schon gut so, aber ich traue mich nicht, mit ihnen zu reden. Vielleicht raten sie mir zur Abtreibung und ich will das Kind schon gerne behalten. Und ich habe auch Angst, so wegen Jugendamt und so, dass die mir das Kind abnehmen. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Du bist ganz durcheinander jetzt. Ja. Und die Situation ist insofern hochkompliziert, weil du kannst es ja nur eine gewisse Zeit verschweigen. Ja, das weiß ich ja auch. Über kurz oder lang kommt es halt raus und dann muss man sprechen, dann muss geredet werden. Ja, aber ich habe Angst, meine Eltern so, dass sie mich schlagen, glaube ich nicht. Aber ich habe Angst, dass sie mich zur Abtreibung zwingen und so, dass sie sagen, ich bin die Schande der Familie und so. Ich habe total Angst, dass mein Freund nicht zu mir steht. Ich will nicht, dass mein Kind ohne Vater groß wird. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch eine ältere Schwester. Aber mit der traue ich mich auch nicht zu sprechen. Ja. Wie ist denn so eigentlich die Atmosphäre zu Hause? Nehmen wir mal dieses schwere Problem, was du jetzt im Moment hast, mal zur Seite. Hast du so im Großen und Ganzen immer offen mit deiner Mutter zum Beispiel über alles reden können? Ja, das schon, aber mit Sexualsachen oder so. Jetzt hat das nicht, dass du, ich mit meinen Eltern so, das ist bei uns tabu. Halt, so das Thema wird nicht bei uns mit oder so. Das gibt es nicht bei uns so. Wissen denn? Aber so ganz gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Das schon. Also es gibt nie schlimmen Streit oder du wirst auch nicht geschlagen oder wurdest nicht geschlagen. Nein. Das nicht. Sowas nicht, aber halt. Wissen deine Eltern, dass du mit diesem jungen Mann zusammen bist, dass du mit ihm befreundet bist? Nein, wir dürfen keine Freunde, halt, ich darf keinen Freund haben mit 16, bei uns darf man erst mit 18 halt offiziell, fast offiziell Freund haben. Ach so, du dürftest eigentlich erst mit 18 Jahren einen Freund haben? Ja, offiziell halt von meinen Eltern und so, und das dürfen sie wissen erst so mit 18. Was heißt denn bei uns? Was meinst du damit? Halt so bei uns allgemein, in die Familie gibt es das nicht so. Ist die Familie... Ich bin streng katholisch erzogen, wissen Sie. Ach so. Also gäbe es da auch schon Ärger, wenn die überhaupt erfahren würden, dass du schon einen Freund hast und einen älteren Freund, oh Gott, und dann auch noch mit dem Freund geschlafen hast. Und wir müssen auch halt so, das ist wie bei uns bei Muslimen, wir müssen Jungfrau bleiben.
Und das ist auch das, was mich so belastet, weil wenn dieser Junge nicht bei mir bleibt, dann bin ich auch so wie das Schwarze, wie Schaf, so in die Familie. Und dann auch noch schwanger. Also Christina, jetzt ist, wenn es denn stimmt, dass du schwanger bist, wenn der, wenn die Tests die richtige Aussage gemacht haben. Ja, ich bin mir schon irgendwie sicher, weil meine Cousine, die war auch schwanger und hat auch Tests gemacht. Jetzt müssen wir beide gemeinsam überlegen, was jetzt zu tun ist. Irgendwas muss ja passieren. Ja, ne? Also habe ich angerufen, dass ist klar. Mir vielleicht Rat geben. Ja, also du darfst auf keinen Fall jetzt einfach nur in deinem Kämmerlein sitzen und verzweifeln und Zeit vergehen lassen. Weil die Zeit arbeitet im Prinzip gegen dich und irgendwann kommt es doch raus und dann müssen die Karten eher auf den Tisch gelegt werden. Also über kurz oder lang, Christina, müssen die Eltern das erfahren. Du bist ja noch minderjährig, bist ja noch ein Kind eigentlich. Ja. Das heißt, die Eltern müssen das erfahren. Ja, das weiß ich, aber wie soll ich das meinen Eltern beibringen? Jetzt wollen wir mal gemeinsam überlegen. Hast du beispielsweise in der Schule einen Lehrer oder eine Lehrerin, den oder die du sehr gerne hast, wo du sagen würdest, das ist eine tolle Frau, ist ein toller Mann, mit dem kann man eigentlich alles bekakeln? Nee, eigentlich nicht. Das nicht. Gibt es sonst irgendjemanden, vielleicht, ich weiß nicht, ob du auch in der Kirche organisiert bist, in irgendwelchen Jugendgruppen, gibt es da einen Gemeindemitglied oder einen Pastor, einen Priester, von dem du sagst, der ist toll? Meine Cousine vielleicht, aber ich weiß nicht, ob die mir auch helfen kann. Ja, komm mal langsam. Wie alt ist denn die Cousine? 18. Die ist 18 Jahre alt. Christina, wie ist denn das Verhältnis von deiner Cousine zu deinen Eltern? Auch ganz gut. Auch ganz gut. Also weißt du, ich frage dich jetzt nur so, um herauszukriegen, mit wem du am ehesten und am allerersten zuerst reden könntest. Denn da müssen wir jetzt eine Person finden. Mit meiner Cousine. Aha. Da hättest du auch nicht so eine Angst, dich ihr anzuvertrauen. Ist schon ein bisschen, aber die werde ich schon irgendwie verstehen, denke ich. Guck mal, dann wäre das doch schon mal ein Weg, dass du nach dem Gespräch jetzt mit mir heute Nacht, morgen oder in den nächsten Tagen, wo wohnt deine Cousine denn? Auch bei mir halt in die Nähe. Ich will den Ort nicht sagen. Nein, passt doch nicht. Also bei dir in der Nähe, die wohnt nicht sehr weit weg. Ja. Ja. Dass du morgen oder in den nächsten Tagen deine Cousine besuchst oder sie vorher anrufst und sagst, ich möchte das Ernstes mit dir besprechen, lass uns mal treffen. Und das ist dann der erste Schritt, dass du dich mit ihr unterhältst. Aber wenn sie auch sagt, ich soll sie abtreiben. Langsam. Es geht ja erstmal. Das Kind behalten. Ja, aber es geht ja mal erst darum, dass alle Leute, die jetzt damit zu tun haben, das bist du und deine Eltern hauptsächlich, dass die mit einbezogen werden ins Gespräch. Was dann hinterher daraus wird, darüber müssen wir jetzt noch gar nicht so genau nachdenken. Wichtig ist, dass Leute jetzt zu dir stehen. Und das wollen wir beide jetzt gemeinsam rauskriegen. Also die Cousine. Mit der Cousine wirst du alles besprechen, Christina. Ja, hoffentlich steht sie auch zu mir. Ja. Wenn nicht, dann gehe ich von zu Hause Frau-Kinder-Ding oder so. Ja. Und dann kannst du mit der Cousine gemeinsam beraten, wie ihr an deine Eltern rangehen könnt. Die kennt die Eltern, die kann die Eltern einschätzen. Ja. Ne? Versuche ich mal. Ja, und Christina, wir machen jetzt Folgendes. Du bist ja ganz, ganz traurig und ganz aus dem Häuschen im Moment. Ich hab eine ganz, ganz nette Psychologin hier im Hintergrund. Ja. Eine ganz nette Frau. Die heißt Susanne. Okay. Und mit der unterhältst du dich jetzt noch. Okay. Ne? Das geht so, du legst bitte auf und die Susanne ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Und dann wird die Susanne wird dir vielleicht auch noch den einen oder anderen Ratschlag geben, wie man jetzt vorgehen muss. Aber du versprichst mir, dass du auf jeden Fall anfängst, dich zu unterhalten mit deiner Cousine. Ja, das tue ich. Du darfst jetzt. Bitte? Ich verspreche das dir. Ja. Und du darfst es nicht mehr lange warten und alles so in dich hineinfressen. Denn dann, das schaffst du nicht alleine, da eine Lösung zu finden. Ist klar, ne? Ja. Du legst bitte auf und die Susanne ruft dich gleich an. Danke. Alles Gute, meine Liebe. Tschüss, Christina. Danke. Tschüss. Tschüss.
Telefonnummer 0800 5678 111. 0800 5678. Ich muss mich gerade mal ein bisschen korrigieren, weil ich eigentlich noch ein bisschen entsetzt bin über das, was das Mädel gerade erzählt hat. Dieses Mädchen ist 13 Jahre alt und in einer höchsten Not, wie wir gerade gehört haben. Und wenn ich mir dann realisiere, dass da Eltern sind, so wie sie es geschildert hat, die ihr vormachen, dass sie die größte Sünde des Lebens jetzt begangen hat und dass sie ein schwarzes Schaf ist und vielleicht sogar ausgestoßen wird, das kann einen ja schon sehr zornig machen. Und man kann ermessen, welche Angst in diesem Kind im Moment umgeht. Ich hoffe nur sehr, dass meine Psychologin sie noch ein bisschen aufbaut und dass gemeinsam mit der Cousine die Eltern besänftigt werden und dass die Eltern zu diesem Kind stehen. Denn nur damit kann das Ganze gelöst werden, dass die Eltern gemeinsam mit dem Kind das durchstehen. Jetzt nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Kathleen. Ja. Ist das jetzt richtig ausgeschwollen? Ja, ne? Ja, du kannst aber auch einfach nur Kathleen sagen. Also werde ich meistens ausgesprochen. Kathleen, na okay. Ja. Ist mir dann noch lieber. Kathleen. Ja. 30 Jahre alt. Ja. Und bei mir angerufen heute Nacht. Ja. Warum? Warum? Ja, ich bin jetzt eigentlich auch noch ein bisschen geschockt von meiner Vorrednerin. Aber ich versuche jetzt einfach mal einen Faden zu finden. Mhm. Ich lebe in einer Partnerschaft, mhm, die mich eigentlich sehr, sehr bedrückt. Mhm. Ich möchte mich gerne trennen, traue mich aber nicht. Ich schaffe einfach diesen blöden Absprung nicht. Und ich bin eigentlich sonst ein sehr, sehr lebenslustiger Mensch und ein sehr gestandener Mensch. Ich stehe eigentlich für alles ein, was ich tue und mache. Nur da schaffe ich diesen Sprung nicht. Und da ärgere ich mich selber maßlos über mich selber, dass ich das eigentlich nicht schaffe, dass ich nicht die Traute habe. Mhm. Wie lange bist du mit dem Partner zusammen? Oh Gott, das werden dieses Jahr schon erschreckende 8 Jahre. Naja, eigentlich ist es nicht eine lange Zeit, ne? Könnte man sagen. Nein. Also das erste feste Mal, dass ich mich von ihm trennen wollte, das war vor 4 Jahren. Mhm. Und war eigentlich auch alles soweit für mich geregelt, sag ich mal. Mhm. Und dann habe ich aber erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, naja, bleibst du bei ihm? Vielleicht ändert er sich ja doch. Mhm. Aber das ganze Gegenteil. Also hat sich nicht geändert und du hast das Kind bekommen? Ich habe das Kind bekommen. Ja. Was kritisierst du denn am meisten an ihm? Er macht mich überall sehr, sehr schlecht als seine Partnerin und das schon immer. Mhm. Er belügt mich ständig. Ja, er steht mir, sag ich mal, gerade auch so im Haushalt überhaupt nicht zur Seite. Mhm. Es sei denn, ich fange jetzt mal ein bisschen an zu meckern und fange dann selber an. Mhm. Und dann reißt er mir quasi die Arbeit aus der Hand und macht dann auch noch alles Mögliche verkehrt. Ich würde mal sagen, den letzten Punkt, den könnte man sicher irgendwie klären. Die ersten beiden Punkte, die du genannt hast, die wiegen sehr schwer. Die sind auch nicht zu entschuldigen und da kann man auch nicht hin und her. Ist auch nicht schönreden. Liebst du diesen Mann? Nein. Nein? Nein. Ganz eindeutig nein. Ganz eindeutig nein. So, jetzt sagst du mir gerade am Anfang, ich komme von dem nicht los. Ja. Ihr wohnt auch zusammen in einer Wohnung, ne? Ja. Warum kommst du nicht von dem los? Ich weiß es nicht. Das ist gerade das, was ich an mir selber auch nicht verstehe, warum ich nicht von ihm los. Dann denk mal ein bisschen nach. Du bist eine Frau von 30 Jahren. Ja. Ich hasse mich auch selber dafür. Ich suche auch ständig selber auch für mich. Wann ist die Liebe gegangen? Du bist 8 Jahre mit dem zusammen. Wann war die Liebe weg? Ich sag mal, die Liebe ist bestimmt schon vor fünf Jahren gekommen. Vor 5 Jahren schon? Ja. Was für ein Gefühl hast du zu diesem Mann, wenn du das beschreiben solltest? Hass. Hass auch noch? Ja. Ich sage ihm das auch, dass ich ihn hasse. Aber egal, was ich ihm auch sage, er tut dann einfach so, dass er das nicht hört, er ignoriert mich. Okay, wir reden jetzt nicht über ihn, wir reden über dich. Ja. Du bist seit 8 Jahren mit einem Mann zusammen, der ist der Vater deines Kindes und seit 5 Jahren hast du den eigentlich. Ja. Nun spielt man ja im Kopf, wenn man über Trennung nachdenkt, dann so verschiedene Modelle durch. Was für ein Gefühl geht in dir um bei der Vorstellung, der ist nicht mehr in deiner Wohnung? Eigentlich ein schönes Gefühl. Wir arbeiten ja eigentlich auch grundsätzlich in Gegenschichten. Das heißt, ich mache nur Nachtschicht und er macht Dreifachschicht. Mhm. Und ich genieße das immer, so wie heute, er hat Nachtschicht, ich habe meine Freiwoche, mhm, dass er einfach nicht da ist. Ich blühe dann auch richtig auf. Ich genieße das einfach. So, jetzt nochmal. Mit der Bitte um Disziplin auch, um irgendetwas aus dir rauszuholen.
Nenne mir irgendeinen Grund, weswegen du bei diesem Mann noch bist oder bleibst. Ist es Gewohnheit? Vielleicht habe ich auch so ein bisschen Angst vom Finanziellen, dass ich meinem Kind nicht mehr alles bieten kann. Mhm. Davor wäre das wirklich so, dass es finanziell dann dramatisch bergab ginge oder nur etwas? Auch es würde sich schon um einiges einschränken. Mhm. Sag ich mal, ich und mein Sohn, wir hätten dann gerade unser Ein- und Auskommen. Ne? Also ihr kämt über die Runden? Ja. Okay. Ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt? Ja. Emotional, denk mal drüber nach. Wenn der doch völlig aus deinem Leben weg wäre, wäre es nur schön? Doch eigentlich ja. Oder würdest du dir auch Angst machen? Wäre da eine gewisse Leere auch da? Ja, die wäre sicherlich auch da. Mhm. Manchmal können einem auch negative Dinge ja einen Lebensinhalt geben, ne? Ja, das ist richtig. Was macht denn diese kranke Nicht-Beziehung, sage ich mal, eigentlich mit dir und deinem Leben und deiner Seele? Macht mich total krank. Mhm. Wie würdest du gerne leben wollen, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, wenn eine Fee es dir zaubern könnte? Einfach, dass er weg ist. Mhm. Hast du schon Trennungsversuche unternommen? Hast du schon Versuche unternommen, von ihm wegzukommen? Ja. Und dann hat er mich immer wieder überredet. Und dann hatte ich dann doch nochmal zugestimmt. Ja, und seitdem hänge ich total in der Uhr. Mhm. Schlaft ihr auch noch miteinander? Nee. Schon lange nicht mehr? Schon lange nicht mehr. Mhm. Wie lange nicht mehr? Ach, ich sag mal, einigermaßen Sex hatten wir noch, da war ich schwanger, also das vor 4 Jahren. Mhm. Dann, ich selber kann ihn noch nicht mehr riechen, seinen Schweiß oder ich kann ihn einfach auch nicht mehr riechen. Mhm. Hat er nebenher irgendetwas anderes laufen? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Das, ich sag mal, das würde mich auch vielleicht gar nicht großartig stören, weil, aber weil du, da keine Liebe mehr ist. Und du mit deinen 30 Jahren hast du nur auch deine Bedürfnisse nach Erotik, nach Sexualität? Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, die ein oder andere Seitensprung habe ich auch mittlerweile hinter mir. Und den habe ich auch wirklich genossen. Mhm. Hast du Angst vor diesem Mann? Nee, eigentlich nicht. Das heißt also, wenn du jetzt wirklich ernst machen würdest und er würde das auch so kapieren, dass es ernst ist, du hättest nicht die Sorge, dass er gewalttätig würde oder dass er Terror bei dir macht oder sowas? Ja, Terror würde er schon durchziehen. Schon alleine, sag ich mal, durch sein Kind. Also, dass er sein Kind dann auch regelmäßig sehen wollte und so. Also, so ganz weg würde ich ihn ja mit Sicherheit dann sowieso nicht kriegen. Nee, aber du hättest nicht Angst, dass er dich schlägt oder irgendwelche fürchterlichen Dinge anstellt? Nee. Das nicht? Nee. Mhm. Ich glaube, dafür bin ich ihm auch selber zugewachsen. Das dürfte er sowieso grundsätzlich nicht tun. Du sagst, du hast es einmal versucht, von ihm wegzukommen. Ja. Wann war das? Das war vor 5 Jahren. Das ist nun schon sehr lange her. Ja. Und warum hast du in der Zwischenzeit nicht nochmal einen Versuch genommen, wenn du so eine Sehnsucht danach hast? Ja, das ist ja gerade das, was ich bei mir selber auch nicht kapiere. Mhm. Das verstehe ich aber nicht, ob es vielleicht nur Angst vorm Alleinsein ist. Ja, ja. Nein. Es hätte ja sein können, dass du noch mehrere Versuche unternommen hast, aber dann auch nochmal eingeknickt bist. Das ist ja noch wieder eine andere Fragestellung als grundsätzlich, warum kommst du nicht von ihm los? Ach, ich sag mal, vorstellen oder so in gewissem Maße, so und jetzt aber, das sage ich mir ja tagtäglich seit ungefähr 5 Jahren. Mhm. Bis dann die Schwangerschaft war und ich wieder mit allem auch da stand. Ich bin ja mehr oder weniger in dieser Beziehung ja trotzdem auch alleine. Mhm. Ja, du bist absolut alleine, scheint mir. Jetzt bin ich im Moment ratlos. Ich bin ratlos insofern, warum ich nicht weiß, warum Kathleen nicht irgendwann auf den Tisch haut und sagt und entscheidet, ich gehe jetzt. Und so bin ich aber eigentlich. Und du bist eigentlich eine resolute Frau. Ja, und in diesem Punkt, da bin ich nur am Versagen. Mhm. Das ist das, was mich auch so krank macht. Mhm. Hast du nie Sehnsucht danach, auch mal Erfolg zu haben, nicht zu versagen? Und das wäre ja ein enormes Erfolgserlebnis, wenn du das schaffen würdest, wenn du sagen würdest für dich, ich entscheide das jetzt von diesem Mann loszukommen und ich ziehe das auch durch, ich mache es. Ja, ich sag mal, ich male mir das ja auch sehr oft auch aus, ne? Redest du eigentlich mit vielen Leuten darüber?
ich bin da eigentlich sehr offen drüber. Mhm. Ich sag mal, auch so in meinem Bekanntenkreis darf auch keiner ihn meinen Mann nennen oder meinen Freund oder so. Mhm. Aber zeigt der Bekanntenkreis dir nicht mittlerweile auch den Vogel? Ja, bestimmt. Und wollen vielleicht von dem Thema auch gar nichts mehr hören? Nee, das eigentlich nicht. Die lachen sich da mehr oder weniger drüber kaputt, weil ich da auch ziemlich locker mit umgehe. Mhm. Ne? Also Kathleen, irgendwann ist jeder selbst seines Schmiedes Glück, ne? Seines Glückes Schmied, so sagt man. Glücksschmied. Genau. Und irgendwann musst du es tun. Du musst es einfach tun. Das Tun ist entscheidend, nicht das Denken. Und du musst es dann auch tun. Und was es auch immer vielleicht in dir begründet, warum du so lange jetzt zögerst, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein ganz kompliziertes psychologisches Problem, was dahinter hängt. Aber dennoch musst du handeln, du musst handeln. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann such dir eine, zumindest vielleicht in Form einiger Beratungsstunden, einfach mal eine Hilfestellung von einem Fachmann von außen. Mhm. So ist das ja kein Leben. Seit 5 Jahren mit einem Mann zusammen zu leben, den du eigentlich hasst, dessen Geruch du nicht leiden kannst, der dir widerlich ist. Mhm. Somit wird ja dein Leben auch vollkommen blockiert. Du hast ja gar keine Offenheit für andere Männer, für neue Beziehungen. Ja, schon richtig. Sei mal so resolut in dieser Beziehung, in deiner Beziehung, die keine Beziehung mehr ist, wie du eigentlich sonst im Leben bist. Ja, es wird auch allerhöchste Zeit. Allerhöchste Zeit, finde ich auch, so wie du es jetzt gerade geschildert hast. Und nochmal der Tipp, wenn du so sehr in dir gefangen bist und das nicht alleine schaffst, hol dir von außen innerhalb von ein paar Stunden vielleicht mal einen Ratschlag oder eine Hilfe. Mhm. Möchtest du mit meiner Psychologin auch nochmal reden? Ja, wo könnte man denn an solche Leute sonst rankommen? Das wird dir meine Psychologin sagen. Ja. Du legst auf, wir rufen dich wieder zurück und ich hoffe, dass ich vielleicht in, sagen wir mal, 4-5 Wochen nochmal mit dir sprechen kann, mit dem ungewöhnlichen Namen Kathleen oder Kathleen und die sagen, ich hab's geschafft, ich bin von dem weg. Ja, das 5 Jahre Hass reichen aus. Ich habe meine eigene Wohnung jetzt, der ist draußen und ich muss ihn auch nicht mehr riechen. Mhm. Versprichst du mir, dass du mich anrufst? Ja, wenn ich es geschafft habe. Wenn du es geschafft hast, ja. Dann rufe ich dich zurück. Und ich hoffe auf einen baldigen Anruf. Ja, ja? Klar. Also leg bitte auf, wir rufen dich gleich zurück. Okay. Alles Gute, danke. Toi, toi, toi. Jo. Tschüss. Jana, guten Morgen. Hi Domian. Hi Jana, 18 Jahre alt. Ja, genau. Mir geht's gut, dir auch? Ja. Du wolltest doch fragen, ne, wie es mir geht. Ja. Erstmal darf ich was zu sagen zu der ersten und der zweiten? Bitte. Ja, und zwar die erste, da habe ich den Namen jetzt aber nicht mit. Christina? Ja, genau. Da würde ich das so machen, weil das hatte ich auch. Ich war mit 15 schwanger. Mhm. Das tut jetzt zwar nicht zur Sache. Jedenfalls erst nach dem 3. Monat Bescheid sagen, Freund und Familie. Mhm. Weil dann kann sie nicht mehr abtreiben. Mhm. So kann sie ihr Kind behalten. Ja, nun ist sie 13 Jahre alt, sie ist ein Kind. Ne? Und ja, ich finde, das ist klar. Ich finde schon, dass die Eltern da einbezogen werden sollten. Ja, das ist klar. Aber wenn sie es unbedingt behalten will, weil für mich ist Abtreibung auch Mord. Klar, aber... Es ist vielleicht auch ganz wichtig, da sie noch so jung ist, dass sie auch mit Erwachsenen darüber redet. Ja, okay. Und es ist ja noch gar nicht sicher, dass die Eltern das nun gerade wollen. Das sind ja sehr religiöse Menschen. Vielleicht findet man da ja irgendeine Lösung. Aber ja, okay. Sie sollten schon einbezogen werden, finde ich. Ja, genau. Zur zweiten? Ja, zur zweiten finde ich auch, wie du gesagt hast, also sofort Koffer packen, Kind im Arm und weg. Mhm. Am besten in einer anderen Stadt. Mhm. Aber es ist doch seltsam, was den Menschen vorgeht. Und oftmals erzählen die Frauen mir das hier. Dass sie nicht von Menschen oder von Männern loskommen, obwohl da gar nichts mehr ist, manchmal sogar nur noch Gewalt herrscht. Ne? Ja, jetzt hört sich das doof an, aber sowas habe ich auch durchlebt. Aber du bist mit deinen 18 Jahren ja schon mit allen Wassern gewaschen hier, das ist ja Wahnsinn. Aber ich war nicht mit dem zusammen, ich war erst mit dem zusammen und dann hat er mich geschlagen und meine Mutter war mit dem befreundet sehr gut. Mhm. Der war auch jeden Tag hier halt und ja, und den habe ich halt gehasst, aber jetzt sag ich mal, der Kontakt einigermaßen abgebrochen sind, haben wir wieder Freundschaft. Ja, jedenfalls zu meinem Thema. Bitte, ja. Und zwar, ich stehe total auf Nasen. Auf Nasen? Ja, oder Nasen. Nasen. Ach, nicht Narben. Nein, Nasen. Ach, und Achselhöhlen. Auf Achselhöhlen? Auch zu lachen. Auf Achselhöhlen oder auf Achselhöhlenschweiß? Beides. Ah, hab ich mir doch schon fast gedacht. Ja. Auf Nasen und auf Achselhöhlen und Achselhöhlenschweiß. Ja, genau. Bei Männern oder bei Frauen? Nur bei Männern. Nur bei Männern. Ah. So, was ist denn die optimale Männernase? Bella B. seine Nase. Bella B. Ja. Ich kann da natürlich überhaupt nicht mithalten, ne? Ja, hast aber auch eine sehr, sehr schöne Nase. Oh, ich danke schön. Aber obwohl sie relativ normal ist, ne?
Ja, eigentlich ja, aber hat auch was Extravagantes, sagen wir es so. Also beschreib doch mal so theoretisch, wie die optimale Nase aussehen sollte. Vielleicht für die Leute, die Bilder sehen. Groß, eine große Nase. Wenn es geht, einen kleinen Höcker drauf. Einen kleinen Höcker drauf? Ja, das finde ich total cool. Ja. Die Nasenflügel, sollten die eng anliegen? Oder sollten die weit abstehen? Ja, also so, dass die Proportionen einfach passen halt zu der Großnase und den Höckeln. Also so ein süßer Bengel, eine Stupsnase, der kann nichts reißen bei dir? Nein, absolut überhaupt nicht. Also auch kein Nikata-Verschnitt oder so, finde ich total eklig. Gut, also große Nase, Höcker drauf und gut proportioniert. Genau. Jetzt aber zu den Achselhöhlen. Ja, also da muss ich dir sagen, ich habe heute ein Konzert von Ärzte gesehen auf Video. Mhm. Aber das ist schon 11 Jahre alt. Mhm. Und da hat halt Bela so ganz wild Schlagzeug gespielt und da waren die Arme hoch. Oh, da, das war für dich dann der reinste Porno, oder was? Ja, sowas ähnliches. Ich habe totale Lust gekriegt. Ich habe aber keinen Freund zur Zeit. Und, Und? Ja. Ja, und wenn ich da einen gehabt hätte, dann wäre ich sofort, also, draufgesprungen sozusagen. Also ein ganz starker sexueller Reiz. Ja, genau. Die Achselhöhle des Mannes. Ja, genau. Kannst du das beschreiben, wie die Achselhöhle sein soll? Soll die sehr tief sein? Soll die sehr behaart sein? Soll die rasiert sein? Also rasiert oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Nur, wie soll ich sagen, sie muss einen sexuellen Reiz haben. Was macht den sexuellen Reiz denn aus? Ja, halt zum Beispiel, Bela W. hatte die damals rasiert. Hm. Oder halt wenig Behaarung. Das konnte man nicht sehen, weil das Video schlechte Qualität ist. Das ist ein Sänger von den Ärzten übrigens, für die Leute, die das nicht wissen. Und die Ärzte, das ist eine ganz berühmte Band. Ja, genau. Ja. Und ich finde die, also, und weiß nicht, ich kann die nicht beschreiben. Ich kann dir nicht sagen, wie die aussehen muss. Ich sehe sie und dann bin ich hin und weg halt. Ja. Ne? Und das ist halt der Perfekte. Also der hat alles, was ich haben will. Nur halt den Schweißgeruch, den kenne ich ja noch nicht. Ne? Ja, das ist das nächste Thema, der Schweißgeruch. Wie muss denn, ja, das ist sehr schwer mit Worten zu beschreiben wiederum, wie muss der Schweißgeruch denn sein, dass er dir, Jana, 18 Jahre alt, gut gefällt? Ja, also sagen wir es so, er muss schon ziemlich, sag ich mal, penetrant riechen. Penetrant. Wie andere sagen würden. Ich hatte mal einen Freund, das hat mich aber mehr abgeturnt als angeturnt. Der hatte so einen Schweißgeruch, das hat sich echt angerufen wie Kot. Also. Ach, sowas gibt es? Ja, sowas gibt es. Auch wenn der frisch geduscht war und dann frisch geschwitzt war? Nee, ich mag das ja am liebsten, wenn er vom Sport kommt. Also wenn ich einen Freund habe, wenn er vom Sport kommt. So. Ja, also Sport, nichts mit Duschen vorm Sex, ne? Wenn man mit Jana zusammen ist. Nein, auf keinen am Fall. Am besten 1000 Meter laufen. Nicht duschen und dann zu Jana ins Bett und die Achseln hochhalten. Ja, so ungefähr. Ne, so ungefähr. Gehst du denn, ist das für dich dann auch so eine sexuell erotische Zone, die Achselhöhlen? Ja, da muss ich da auch was zu sagen. Also wenn ich Freund habe und meistens, wenn der die Arme hoch hat, dann sehe ich die Achselhöhlen und dann muss ich da einfach ran. Dann weiß ich gar nicht mehr, wie der Mann aussieht. Dann sehe ich halt nur noch diese Achselhöhle. Und ich muss sagen, ich habe schon, sag ich mal, bei ein paar Männern, so 3, 4 habe ich auch schon geschafft, halt durch Achselhöhlen küssen. Also halt, dass der zum Höhepunkt kommt. Nein, war, ne? Nur durch Achselhöhlen küssen? Ja. Ohne, dass du Hand angelegt hast? Ja. Das ist ja phänomenal. Dann heißt das, du küsst sehr gut die Achselhöhle der Männer. Ja, also da habe ich auch so eine Technik. Da hast du eine Technik. Also du küsst die und du leckst die auch aus, ne? Ja, genau. Klar, ist ja auch normal, wenn du drauf stehst. Ja, genau. Gab es denn auch schon Männer, ich meine, wir reden hier, du bist 18 Jahre alt, wie viele Männer hat das denn eigentlich schon? Oh, da weiß ich gar nicht. Also doch, komm. Also mit 18 so, weiß man das noch. Muss ich so sagen, also ich habe insgesamt mit 3 geschlafen, mittlerweile mit 4. Ja. Das ist und, okay noch. Ja, ja, und aber so mit Petting und so hatte ich schon mehrere, also das ist klar. Ne? Ja. Obwohl ich erst mit 15 angefangen habe. Naja, in 3 Jahren kriegt man schon einiges zusammen, wenn man fleißig ist. Gab es da den einen oder anderen Mann oder Jungen denn auch, der da ein bisschen irritiert war, wenn Jana lecken wollte unterm Arm? Ja, also ich hatte 2 Freunde, sag ich mal, die es total eklig fanden und so, die mich weggetreten haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ja, und dann hat dann sind die halt für mich also nicht richtig halt. Ne? Verstehe. Aber ich grübel immer noch über der Möglichkeit, nur durch Achselhöhlen küssen zum Orgasmus zu kommen als Mann? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Du scheinst ja eine hervorragende Liebhaberin zu sein.
Ja, das glaube ich eher weniger. Aber ich weiß nicht, da muss halt meine Ex-Freunde fragen. Ne? Ja, ja, klar, die kann ich leider jetzt nicht befragen. Ja. Was machst du denn, wenn jetzt irgendwie wenn jetzt Dinge zusammenkommen, die eigentlich da gar nicht für dich zusammenpassen? Also sagen wir mal süße Stupsnase. Ja. Und einen schweinegeilen Geruch unterm Arm. Ah ja, das ist schon ein bisschen, sag ich mal, komisch halt. Ja. Obwohl du wahrscheinlich ja gar nicht in den Genuss der Achse... Ja, gar nicht erst kommen. Genau, halt. Genau, weil die Nase ist ja erstmal, die siehst du zuerst, ne? Und ja, genau. Die sortierst du ja alle schon mal aus, ne? Ja, zum Beispiel am coolsten finde ich das halt Schwimmbad zum Beispiel, ne? Weil dann, wenn die dann, sag ich mal, ins Wasser springen so und dann immer mit Arme, ist klar voran, ne? Und wenn ich dann die Achselhöhlen sehe, ja, dann... Weiß ich, den muss er ansprechen, den oder den, aber das traue ich mich halt nicht. Also da bin ich schon ziemlich schüchtern. Erzählst du das so offen, wie du es hier auch offen erzählst, deinen Freundinnen auch? Das kann ich nur einer Freundin erzählen. Mhm. Und die findet das okay? Ja, die sagt, das ist ein bisschen komisch. Also, ja. Sagt sie. Und meine Mutter sagt auch, das ist ein bisschen eklig halt. Ach, die Mutter weiß es auch. Ja, und meine Mutter habe ich aber Glück, die guckt deine Sendung eigentlich täglich. Hallo Mutti. Nee, die ist jetzt im Bett und schläft. Achso, hallo Mutti von Jana. So gut. Das heißt, heute kannst du mal noch offener reden hier, ohne dass die Mama das mitkriegt. Genau. Es gibt, lass dir das gesagt sein, aus langjähriger Erfahrung, keinen Zusammenhang zwischen der großen Nase eines Mannes und, du weißt. Ja, das sage ich ja auch. Nee, also an der Nase eines Mannes erkennt man höchstens, wie er von der Art ist. Vielleicht, also. Ja, vielleicht. Ja, ja, vielleicht. Wie ist denn der Mann mit einer Höckernase, großer Nase, wie ist der von der Art her? Also sagen wir es so, vom Aussehen halt ist er wild, also macho-mäßig vielleicht. Gibt sich auch macho-mäßig, aber sag ich mal so, wenn man mit dem allein ist und so, dann ist er halt schon ein bisschen so, wie soll ich das am besten sagen, so gentleman-like halt, ne? Ja, na, jetzt muss ich dir und allen Leuten mal etwas präsentieren. Das wollte ich eigentlich aufbewahren für meine Postecke gleich. Ja. Aber das passt jetzt gerade so schön. Ich weiß nicht, ob du, hörst du diese Sendung, siehst du die Sendung regelmäßig? Eigentlich ja. Also ich muss sagen, das mit den Schnecken fand ich halt nicht so toll. Da konnte ich nicht mehr schlafen. Wir hatten vor einigen Wochen, vor Weihnachten, einen Anrufer und eine Frau. Der Anrufer erzählte, dass er einen 1 Zentimeter großen Penis hat. Ja, da kenne ich einen Witz drüber. Ja, pass auf, kein Witz jetzt. Und dann daraufhin hat eine Frau mich angerufen, hat mir gesagt, ja, das stimmt wirklich, mein Mann hat auch nur einen 1 Zentimeter großen Penis und wenn er irrigiert ist, ist er richtig ordentlich und man kann was mitmachen. Ja. Und ich habe darüber gerätselt und habe gesagt, das gibt's doch überhaupt gar nicht. 1 Zentimeter ist ja gar nichts, ne? Ja. Und ich habe gesagt, schickt mir bitte Fotos. Weißt du, was ich jetzt hier habe? Ein Foto. Ich habe hier Fotos. Also, jetzt muss ich dir was sagen. Ich habe jetzt heute vor einer Woche das erste Mal ein männliches Geschlechtsteil gesehen. Wie bitte? Ja. Das wird ja immer doller. Du hast vor einer Woche zum ersten Mal ein männliches Geschlechtsteil gesehen. Ja, genau. Wie weißt du denn, dass den Jungs einen abgegangen ist, während du sie unter den Armen geküsst hast? Ja, was sie mir dann gesagt haben, dass es geil fanden und dass sie halt das gekriegt haben, ne? Aber du hast doch schon mit Männern geschlafen, immer im Dunkeln. Ja klar, nein, das nicht, aber ich habe gesagt, ich will ein männliches Geschlechtsteil erst sehen, wenn ich den Mann auch liebe. Ah, wie romantisch. Ja, und das hatte ich dann halt, aber der hat gesagt danach, wir sind nur Freunde, weißt du? Ja, pass mal auf, jetzt siehst du gleich noch ein anderes männliches Geschlechtsteil. Ich will mal kurz, du bleibst dran, ne? Ja. Ich habe also Post bekommen aus Berlin, von Ilona. Und die schreibt, hallo, mein Lieblingsdomian, wie nett. Ja. So, jetzt hast du es. Hier ist der Beweis. Nachdem ich die Genehmigung meines Mannes eingeholt habe, überlasse ich dir hiermit die Beweisfotos. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier in der Tat Fotos bekommen von dem 1 Zentimeter großen Penis, der nicht mal 1 Zentimeter groß ist. Und jetzt ärgern sich alle meine Hörfunkfreunde, die jetzt an den Radios sitzen, die können das leider nicht sehen. Ich kann euch nur sagen, es sieht unglaublich aus. Und den Fernsehzuschauern zeige ich das jetzt mal. Das hier ist der Penis von dem Mann von meiner Schreiberin. Mhm. Kannst du das sehen? Ja. Man kann, im Prinzip kann man überhaupt nichts sehen. Mhm. Es ist hier vorne, glaube ich, kann man sehen, ist so eine kleine, hier ist das. Ja. Das ist so ein bisschen schrumpelig. Und da zieht sich der Penis zurück. Aha. Ist das nicht unglaublich? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sind hier noch mehr Fotos. Die kann ich euch leider nicht zeigen, weil wir dann Porno hier hätten im Fernsehen. Hier sind auch Fotos im irrigierten Zustand.
Und ich kann euch nur sagen, er ist wirklich volle Kanne irrigiert. Mhm. Er ist nicht sehr groß, aber er ist durchaus, glaube ich, einsatzfähig. Und hinterher zieht er sich eben wieder in diese Schrumpelposition zurück. Mhm. Ist das nicht ein Hammer? Auf jeden Fall. Nicht? Aber ich weiß nicht, ob du auf sowas stehst. Würde dich vielleicht irritieren, wenn du mit einem Mann zusammen wärst, der so gebaut ist, oder? Oder? Ich weiß ja nicht. Ja, aber ich sag ja auch immer, ich könnte auch mit einem impotenten Mann zusammen sein. Weißt du was? Es kommt ja nicht nur auf den Sex an. Nee, und es kommt auch nicht auf die Länge an, ne? Ja, auf keinen Fall. Zum Beispiel schreibt die Ilona mir noch ein wunderbares Gedicht, das will ich dir und euch jetzt mal vorlesen. Das Wichtigste fürs Frauenglück ist, wie du umgehst mit dem Stück. Die Länge ist nicht ausschlaggebend, auch kurze Schwänze sind belebend. Es kommt für uns nur darauf an, dass er mit ihm auch umgehen kann. Die kurzen bleiben steif und dick, das ist es, was wir Frauen lieben. Die langen kriegen leicht einen Knick, drum müsst ihr manchmal länger üben. Also die Ilona ist ganz begeistert davon. Ja, auf jeden Fall. So Jana, was wünsche ich dir jetzt? Ich wünsche dir einen Mann mit langer Höckernase. Danke. Ich wünsche mal einfach Bela B. Na, jemand, der so ähnlich aussieht wie Bela B. Da ist ja, vielleicht... also da gibt es ja noch einen, Winston Gallo heißt er, das ist ein amerikanischer Schauspieler. Den kenne ich nicht. Bela wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Ist das wahr? Ja. Also, sowas wünsche ich dir. Danke. Und dann ein Mann, der auch noch gut riecht unterm Arm, so nach deinem Geschmack ist. Mhm. Und dessen Geschlechtsteil du dir dann auch schön anguckst. Mhm. Und in den du dich dann auch groß verlieben kannst. Okay. Das sind doch tolle Wünsche. Ja, genau. Und ich wollte nochmal sagen, deine Bücher, also zwei habe ich bisher gelesen. Ja. Jenseits der Scham und jetzt das letzte. Jenseits der Scham mit Heller von Sinnen zusammen. Ja, genau. Und ich fand die einfach faszinierend halt. Ne? Und das letzte heißt Domian hier über die Sendung, ne? Ja, genau. Ja. Und die waren echt spitze, muss ich dir sagen. Und ich werde jetzt halt wahrscheinlich nächste Woche wieder anrufen, weil es halt noch so ein Thema gibt, worüber ich mit dir reden würde. Sehr gerne. Ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Bedanke mich auch für die Komplimente. Oder wir bedanken uns für die Komplimente. Mhm. Und wenn ich dann nächste Woche. Team, also die waren alle nett, muss ich sagen. Und wenn ich nächste Woche wieder Jana dran habe, ist die Jana mit der Nase und mit dem Achselhöhlenfimmel. Genau. Ne? Alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.37 Uhr und 30 Sekunden. Wir machen eine kleine Pause. Nur 38, 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Abend haben wir eine freie Telefon-Talkshow. Das heißt, ihr ruft mich an, könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Jetzt der Rest meiner ganz kleinen Postecke. Ich möchte mich an dieser Stelle doch mal sehr herzlich bedanken für die sehr, 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 sehr vielen Weihnachts- und Geburtstagsgrüße und für die vielen Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Und ich nehme jetzt mal exemplarisch zwei Geschenke raus, die ich euch präsentieren möchte, für die ich mich hier bedanken will. Und zwar habe ich eine sehr pfiffige Mütze bekommen. Schaut euch das mal an hier. Also nochmal für meine Radiozuhörer, das ist eine Kappe. Und vorne auf der Kappe ist ein kleiner Elch. Ne? Ein Elch ist das. Und noch pfiffiger, hinter dem Kopf des Elches ist ein kleiner Reißverschluss, sodass man da so das ein oder andere an geheimnisvollen Dingen hineintun kann. Und geschenkt haben mir das Elke und Dieter. Und die schreiben, lieber Jürgen, seit Jahren verfolgen wir deine Sendung mit großem Interesse. Aber Lobeshymnen bekommst du ja von allen Seiten genug und wir kennen keinen, der sie mehr verdient hätte als du. Deshalb senden wir dir hiermit
einfach diese Mütze und hoffen, dass du Spaß daran hast. Jetzt will ich sie auch mal ganz kurz aufziehen. Dafür muss ich aber meinen Kopfhörer abziehen und mal kurz das Mikrofon ausmachen. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Also das war jetzt die Mütze auf meinem Kopf. Dann habe ich etwas bekommen von meiner Lieblingsprominenten oder über meine Lieblingsprominente in Deutschland. Und zwar von meinem Fan Sabine. Und die schreibt, alles Gute zum Geburtstag und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von deinem Fan Sabine einen Verona Feldbusch-Kalender. Und ich habe den August aufgeschlagen, weil ich das eigentlich mit am schönsten finde. Vielen Dank. So, ihr Lieben, jetzt geht's aber hier ruckzuck weiter. Ich bin verbunden mit Sonja und Sonja ist 24 Jahre alt. Hallo. Hallo. Sonja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Guten Morgen. Also ich habe erst einmal einen Orgasmus erlebt und seitdem kriege ich einfach keinen mehr. Es geht nicht. Du hast einmal einen erlebt. Wie alt warst du da? Wie alt warst du da? Da war ich 19. Aha. Und wie ist es dazu gekommen? Ich weiß jetzt nicht die Fachausdrücke, aber mit... Nö, keine aber es fällt so häufig. Und, nein, keine Fachausdrücke. Ich wollte nur wissen, ob du es dir alleine gemacht hast. Nein, mit meinem Freund. Mit deinem Freund. Und mit dem Freund bist du jetzt noch zusammen? Ja. Immer noch, also immer seit, noch. Seit 5 Jahren. Ja. Und du hast damals, wart ihr damals frisch zusammen? Ja, da waren wir auch frisch zusammen. Da waren wir 3 Monate zusammen. Mhm. Und seitdem habt ihr wahrscheinlich ganz oft miteinander geschlafen, aber es ist dann nie wieder passiert. Nee. Hm. Weiß er das? Ja, er weiß es. Und wie geht er damit um? Ja, wir versuchen alles Mögliche, verschiedene Winkel jetzt vom vom Reingehen und auch so verschiedene Stellungen und alles. Mhm. Das klappt einfach nicht. Habt ihr denn mal die Technik nochmal versucht, die ihr damals hattet? Auch. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Es ist ja auch nicht immer eine Frage. Kurz davor, also ich habe das Gefühl, gleich ist es soweit und auf einmal ist das ganze Gefühl weg. Mhm. Es ist ja auch nicht immer eine Frage der Technik, sondern es hat ja sehr viel mit Kopf auch zu tun. Ne? Ja. Mit Gedanken, mit Überlegung, mit Bewusstsein. Hast du den Eindruck, dass das deinem Freund Schwierigkeiten bereitet? Nicht richtig Schwierigkeiten. Es bedrückt ihn manchmal schon so direkt im Nachhinein, ne? Wenn er dann so fragt, wie war's und bist du auch gekommen? Und ich so, sorry, nein. Mhm. Ja, mir tut es mittlerweile auch schon tierisch leid. Für ihn? Für ihn auch, und für dich natürlich auch. Befriedigst du dich selbst? Ja, auch. Aber auch da komme ich nicht so hoch. Und da kommst du auch nicht weiter. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Und ich bin natürlich jetzt hier nicht an der richtigen Stelle, dir vielleicht die eine oder andere noch sehr schräge Technik zu erklären. Dann sitze ich nächste Woche nicht mehr hier. Insofern müssen wir das Problem irgendwie anders lösen. Ich glaube, du musst am besten jetzt mit meiner Psychologin reden. Obwohl es gar kein vielleicht psychologisches Problem ist, aber da kannst du von Frau zu Frau und vor allen Dingen unter zwei Ohren ganz alleine mit ihr reden. Mhm. Und wenn es sich herausstellt, dass es wirklich von komplizierterer Struktur ist alles, dann wäre es vielleicht ratsam, wenn du mal, vielleicht auch nur für 1, 2, 3, 4 Mal, dich mit einem Sexualtherapeuten in Verbindung setzen würdest. Aber das wird sicher die Susanne gleich entscheiden können, wie nötig das ist oder ob es überhaupt nötig ist. Mhm. Ja? Ja. Also, keinen konkreten Unterricht jetzt hier im Fernsehen. Nein, klar. Tut mir leid. Schon klar. Vielen anderen auch. Du legst auf und die Susanne ruft dich wieder an gleich. Ja. Ja? Okay. Alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. Katrin, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo ja? Katrin, ja, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Katrin. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin Single und ich kann eigentlich machen, was ich will und ich kriege einfach keinen Mann ab. Ist es wahr? Ja, leider. Wie lange bist du denn schon Single? Seit einem halben Jahr erst, aber es ist echt... Ja! Das? Nein! Das ist echt schlimm, weil ich war jetzt 3 Jahre mit meinem Freund zusammen und da ist man halt dran gewöhnt, dass... Aber ja. Katrin, ein halbes Jahr. Ich kenne Menschen, die sind 5, 6, 7 Jahre Single. Das finde ich ganz traurig. Ja, ich auch. Aber so ist das Leben manchmal. Und wenn man ein halbes Jahr mal alleine ist, nach einer 3-jährigen Beziehung sogar, ja.
ist das, glaube ich, noch mehr als im grünen Bereich, mehr als im Bereich der Normalität. Ja, aber es ist ja, ich möchte es ja ändern und... Ja, ja, aber so schnell geht es halt manchmal nicht. Ne? Man findet nicht immer das, sofort das Deckelchen auf das eigene Töpfchen. Was machst du denn alles? Wie aktiv bist du denn? Ja, ich gehe jedes Wochenende raus, außer heute ausnahmsweise. Ja. Und ja, in Diskos, Kneipen, sprichst alle Jungs der Reihe nach an? Nee, das machen meistens die Freundinnen für mich. Wie, die sagen, hier die süße Katrin, die ist Single. Genau. So machen die das? Ja. Und dann kommen die Jungs zu dir? Ja. Und dann? Wie geht's dann weiter? Ja. Du musterst die und sortierst die fast alle aus, weil sie dir nicht gefallen, oder wie? Genau. Mhm. Gab es denn in diesem halben Jahr mal einen, wo du dachtest, vielleicht? Ja. Und warum ist das nicht weitergelaufen? Ja, der war eigentlich nur mehr so aufs Bett raus. Mhm. Du nicht? Ums Bett geht's hier erstmal hauptsächlich nicht, sondern du möchtest eine Beziehung haben. Ja, also er war wohl zweimal da, aber das war mir dann alles zu billig. Also ich dachte eigentlich, man könnte das da vielleicht mal so probieren, weil jeder hat natürlich so seine Bedürfnisse, aber auf Dauer war mir das dann doch zu billig. Mhm. Also weil er im Prinzip nur Sex wollte. Ja, ja, er ist dann gekommen und sofort ins Schlafzimmer und so, zieh dich aus. So krass, ja, gleich, ja. Genau. Und hast gesagt, nee, mein Freund, so läuft's nicht bei mir. Ja, habe ich ihm dann gesagt. Bei mir geht's um die inneren Werte. Ja, auch. Ja. Ja. Ach, Katrin, das übertreibst du jetzt, die Sorge. Nein. Doch, wirklich. Da musst du jetzt geduldiger rangehen, das ist wirklich so. Ganz im Ernst, man kann das nicht erzwingen. Es gibt wirklich oft Menschen und ich selbst war, wenn ich so zurückdenke, oft sehr, sehr lange Zeiträume ganz alleine. Und habe auch gesucht und mich gesehnt danach, jemanden zu finden, einen Partner. Und ich habe ihn nicht gefunden. Ja. Es ist halt immer ein großes Glück, auf einen Menschen zu treffen, mit dem das auch wirklich funktioniert. Und es ist ein irrsinniges Glück, einen Menschen zu treffen, den man liebt und von dem man wieder geliebt wird. Und das passiert halt nicht an jeder Straßenecke und zu jeder Zeit. Insofern musst du da einfach geduldig sein, sei weiter aktiv, aber sei auch gelassen. Nämlich je verkrampfter man sich das wünscht, ja, desto mehr geht's auch schief. Ja, das ist es. Mhm, glaube ich. Ja, denke ich. Also da musst du einfach ein bisschen cooler rangehen. Ja. Und dich innerlich darauf einstellen, das kann durchaus noch eine ganze Weile dauern. Nee. Doch, musst du. Nur mit Jammern und so läuft da ja gar nichts. Ne? Ja. Also ich wünsche dir bald deinen Traumprinzen. Ja, danke. Aber es kann sein, dass das noch ein Jahr dauert. Oh Gott. Ja. So ist es, Katrin. Alles klar. Alles Gute. Toi, toi, toi. Tschüss. Ich habe heute viele junge Mädchen hier. Ist ja doll. Jasmin, 16 Jahre. Hallo. 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 Ich habe ein Problem mit meiner Oma. Mit der Oma? Ja. Was ist das Problem? Die unterdrückt mich total. Wohnst du denn bei ihr? Was? Wohnst du bei ihr? Ja, die ganze Familie wohnt in ihrem Haus. Mhm. Inwiefern unterdrückt sie dich denn? Ja, ich mache ja sowieso immer nur alles falsch. Ich darf nicht weggehen. Das entscheidet doch nicht die Oma. Wenn, dann höchstens deine Eltern. Ja, aber meine Eltern sagen schon was dagegen, aber irgendwie setzen sie sich nicht durch. Mhm. Also du darfst nicht weggehen? Nee. Du machst angeblich alles falsch? Ja. Ich bin klein, ich bin fett, ich bin hässlich. Sagt sie? Ja. Das sagt die Oma, deine eigene Oma zu dir? Ja, manchmal schon, wenn sie sauer ist. Hm. Gibt's auch einen Opa noch? Nee. Und kriegt deine Mutter, deine Mama oder dein Papa das mit, dass die eigene nicht Oma... Nicht so oft. Ja. Wie viele Kinder sind da noch in der Familie? Noch zwei. Sind die älter als du? Jünger. Mhm. Und wie geht sie mit denen um? Normal. Also du bist so ja, das schwarze Schaf. Hm, und auf schon. Dich hat sie es abgesehen. Ja, schon. Mhm. Hast du den Eindruck, dass sie dich eigentlich gar nicht mag? Doch, das ist irgendwie komisch. Manchmal, die ist total lieb auf einer Seite und dann eine Stunde später ist sie dann total... Mhm. Und es soll so geschehen, wie sie es möchte? Ja. Sie ist so die Tonangeberin? Ja, genau. Ja. Hast du denn irgendwann schon mal... ich meine, du bist ja 16 Jahre alt, bist ja eine junge, erwachsene Frau.
also eine heranwachsende junge Frau. Mhm. Hast du mal irgendwann auch mal ein bisschen dich kritisch geäußert und mal gesagt, ja, Oma, so nicht? Ja, aber das wird dann sowieso nur schlimmer und dann lasse ich es lieber. Mhm. Ich glaube ja, dass man sich in solchen Fällen Erwachsenen gegenüber oder auch älteren Erwachsenen gegenüber durchaus durchsetzen muss. Und es auch schon mal drauf ankommen lassen sollte, auch so einen richtigen Knall und einen richtigen Kracher, damit die wiederum kapieren, dass da auch ein eigenständiger Mensch ist, der verletzbar ist, verletzlich ist und der auch ein Recht auf sein eigenes Leben hat. Wenn du immer wieder zurückgehst und sagst, ach, das bringt ja sowieso nichts, wird die dieses Spielchen immer und immer und immer wieder weitermachen. Ich finde, dass du das Recht hast, ihr Grenzen zu setzen, Jasmin. Mhm. Dafür musst du natürlich auch deinen ganzen Mut zusammennehmen. Ist ja auch schwer. Du hast ja auch irgendwie Respekt wahrscheinlich vor der Oma, ne? Und auch ja, Angst. Klar. Aber ich glaube, nur so kann man sich so ein eigenes Terrain von Freiheit auch erobern, indem man eben selbstbewusster ist und auch es auch mal auf den Krach ankommen lässt. Das habe ich schon oft genug, aber das bringt nichts. Bringt nichts? Mhm. Ja, was hat sie denn für Möglichkeiten? Sie kann dir doch nicht verbieten, rauszugehen. Dann geh einfach raus. Da hat sie gemeint, sie schmeißt mich raus aus dem Haus. Also sie schmeißt mich raus. Mhm. Und deine Eltern sind da so machtlos, die sind auch so untergeordnet der Oma gegenüber? Ja, irgendwie schon. Mhm. Wie sind denn deine Pläne? Wie lange willst du denn überhaupt in dem Haus noch wohnen? Überhaupt eigentlich nicht mehr. Mhm. Bist du noch Schülerin? Nee. Was machst du? Ich bin zurzeit arbeitslos. Mhm. Und das schmiert sie mir auch immer täglich. Ist mir gesagt, ich wäre ja zu dumm, um einen Job zu finden. Und blöd. Was für einen Schulabschluss hast du? Erweiterten Hauptschulabschluss. Ja, und hast du eine Lehre mal angefangen oder möchtest du eine Lehre machen? Ja, will ich. Und warum hat das noch nicht stattgefunden? Wegen den Noten. Mhm. Was für eine Lehre wäre das? Ja, so Krankenschwester oder so, wenn es klappen wird. Oder? Mhm. Mal sehen. Wenn du mit der Oma dich richtig in die Haare kriegst, wie läuft das denn ab? Ist dann schon Schreierei? Ja. Also du wehrst dich dann schon? Ja, meistens. Und wie endet das? Im schlimmsten Fall mit einer Ohrfeige oder irgendwas. Die ohrfeigt dich noch? Mhm. Eine 16-jährige junge Frau wird von der Oma geohrfeigt? Ja. Das ist nicht in Ordnung, Jasmin. Ich weiß. Das ist nicht in Ordnung und das darfst du dir auch nicht gefallen lassen. So geht das nicht. Was soll ich tun? Bei allem Respekt vor älteren Leuten und so, aber die älteren Leute müssen auch Respekt für den jüngeren Leuten haben. Hast du dir überlegt, würdest du am liebsten da ausziehen? Ja. Mhm. Jetzt ist natürlich das Problem, wie kann ich raus und wie kann ich mein Leben finanzieren? Ne? Nee, das wäre ja nicht... Mir hat ein guter Bekannter, den kenne ich jetzt auch schon ein paar Monate, der hat mir angeboten, bei sich und seiner Familie eben zu wohnen. Mhm. Die würden mir dann auch helfen, so mit Ausbildungsplatz. Aha. Wissen deine Eltern das und weiß die Oma das? Hast du denen das gesagt? Hier, wenn's bis nicht... jetzt noch nicht. Ja, dann droh das doch einfach mal an und sag, also wenn es hier nicht besser wird, bin ich weg. Mhm. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, wenn man so zwischen 16 und 18 ist, dass man auch mit Hilfe des Jugendamtes günstig irgendwie wohnen kann. Können wir dich gleich auch noch, wenn du das möchtest, ein bisschen beraten. Mhm. Sehr lieb. Wenn es keine Möglichkeit auf eine friedliche Einigung gibt, was ja traurig ist, finde ich, dass du dieses schwere Geschütz ruhig auffahren solltest und sagst, passt auf Leute, so nicht, so kann ich hier nicht leben, so möchte ich nicht leben. Mhm. Ich bin bereit, mich euch unterzuordnen, hier was das Haus angeht, aber ich möchte meine Freiheit haben und möchte nicht verletzt werden und ich möchte keine Vorschriften gemacht bekommen, was mein Leben angeht. Sonst bin ich weg. Mhm. Also die eine Sache ist doch schon mal interessant, wenn du da jemanden hast oder der dir da hilft oder wo du hinziehen könntest. Und was die andere Sache betrifft, die ich gerade angesprochen habe, möchte ich, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Okay. Ja, leg mal auf und die Susanne ruft dich wieder an. Okay. Alles Gute. Tschüss. Daniel, 13 Jahre alt. Hallo Daniel. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Daniel. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, also mein Hund, der hat mich heute gebissen. Sag bloß. Ja, und der hat so tief gebissen, dass ich meinen Knochen sehen konnte. Was hast du für einen Hund? Ein Schäfer und Mischling. Also einen ordentlich strammen Burschen.
Ja. Wie alt ist der? Der ist 1,5 Jahre alt. Mhm. Wohin hat er dich gebissen? Also etwas höher von der Pulsader weg. Also unterm Daumen. Ja. Da konnte ich den Knochen sehen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Ja, mein Hund, der hatte fressen, also der hat gefressen. Mhm. Und früher, da von den Eltern, also von den Besitzern, die, die den vorher hatten, wurde der vom Balkon zu Balkon geschmissen. Mhm. Und die haben den auf den Balkon getreten, weil die nicht mit denen rausgehen wollten. Mhm. Und wenn er dann auf den Balkon gemacht hat, dann haben die den reingetreten, dann haben die den drinnen weiter verprügelt. Mhm. So, und dann kam der heute vom Fressen. Mhm. Und dann kam der zu mir, hat mit seiner Schnauze bei mir am Arm gemacht, dann habe ich den gestreichelt. Mhm. Danach, also wo ich den gestreichelt habe, dann hat der, dann ging das auf einmal zack und dann, ich habe kaum was gemerkt. Mhm. Und dann habe ich aber auch zurückgezogen als Reflex. Mhm. Und dann bin ich bei uns im Badezimmer gegangen. Mhm. Und dann habe ich also geguckt und dann habe ich den Knochen gesehen. Und dann bin ich nach meiner Mutter gegangen. Ja. Dann hat die gesagt, der Hund wird abgeschafft. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn der Hund abgeschafft wird, hast du mich auch verloren. Mhm. Weil der Hund, der ist mein bester Freund. Wenn ich mit meinen Eltern oder so Streit habe, dann spiele ich mit denen, weil dann mit wem soll ich denn sonst was machen? Mhm. Wie lange hast du den Hund eigentlich schon? Den haben wir jetzt ein Jahr. Ein Jahr. Und der war ein halbes Jahr bei der anderen Familie und ist da so misshandelt worden. Ja. Schlecht behandelt worden. Du sagst, es ist mein bester Freund. Hat dein bester Freund dich so schwer gebissen? Warst du im Krankenhaus oder beim Arzt? Ja, wahrscheinlich. Ja, das wurde genäht. Also du musst Schmerzen aushalten, aber du verzeihst ihm das. Ja, weil da konnte er ja nichts für, weil er von dem früheren Besitzern schlecht behandelt wurde. Mhm. Und dann hat er, dann ist bei ihm etwas zurückgeblieben, dann hat er manchmal so einen Tick. Mhm. Kannst du dir das denn überhaupt erklären, dass er dich da gebissen hat? Du hast ihm ja nicht mal das Fressen weggenommen oder sowas, ne? Nee. Gar nichts. Du kannst dir das nicht erklären, warum er zugebissen hat? Ja, so gesehen weiß ich das ja nicht. War irgendwie so ein Reflex, sagst du, oder? Irgendwie so eine Nachwirkung von der schlechten Behandlung aus der ersten Familie. Ja. Mhm. So, jetzt hängt bei euch der Haussegen schief. Die Mutter will den Hund weghaben. Ja, also die will den einschläfern lassen. Die will ihn sogar einschläfern lassen? Ja, weil die hat gesagt, der Hund, der ist bissig, der wird eingeschläfert. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, wenn der Hund eingeschläfert wird, dann gehe ich mit dem Hund. Mhm. Was hat sie darauf gesagt? Gar nichts mehr, und dann bin ich gegangen. Mhm. Wo ist der Hund jetzt? Der Hund ist zu Hause. Mhm. War ja um 8:30 war das. Warum? Heute Morgen, ne? Nee, vorhin. Ach so, heute Abend um 8:30. Ja. Ach so. Und du bist aber jetzt auch zu Hause? Nee, ich bin draußen, weil ich will jetzt nicht mehr nach Hause. Erst morgen, also erst nachher wieder. Mhm. Und du telefonierst jetzt über Handy mit mir? Ja. Ja. Aber du musst ja nach Hause gleich, Mensch, es ist tiefe Nacht. Du kannst doch nicht draußen rumlaufen. Ich bin ja nicht alleine, mein Bruder ist ja bei mir. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 17 Jahre alt. Und was sagt er zu der ganzen Geschichte? Und was soll er sagen? Der Hund, den behandeln wir eigentlich gut. Mhm. Und sonst, was soll er denn sonst sagen? Nee, ist er denn auch auf deiner Seite oder auf der Seite von den Eltern? Mein Bruder, der ist so gesehen bei mir auf der Seite. Der möchte den Hund auch behalten. Ja. Ja. Pass auf, Daniel. Das ist natürlich jetzt sehr krass, wenn die Mutter sagt, wir wollen den Hund einschläfern lassen und du hängst so sehr an dem Hund. Ja. Vorschlag. Schlag du ihr doch vor oder deinen Eltern vor. Geht doch mal in das nächste Tierheim. Und lasst euch da beraten, was man vielleicht mit so einem Verhalten machen kann. Wie man so ein Verhalten vielleicht irgendwie in den Griff bekommt. Dass deine Mutter, ich meine als Trick so auch, dass deine Mutter mit jemandem redet, der Ahnung von Hunden hat. Und dass jemand vielleicht, der auch wirklich gut mit Hunden Bescheid weiß, deine Mutter etwas beruhigt. Könntest du deine Mutter vielleicht da hinkriegen, so einen Vorschlag zu machen? Ja, vielleicht. Nur der Hund, der ist jetzt 1,5 Jahre alt, den kann man so gar nichts mehr beibringen. Ist doch egal. Vielleicht kann man das. Nee, das wissen wir ja alles gar nicht genau. Wenn im Tierheim arbeiten Leute, die richtig Ahnung haben. Und vielleicht ist da der eine oder andere doch, der sagt, machen Sie dieses und jenes mit dem Hund, Sie sollten den auf keinen Fall einschläfern lassen und so weiter. Und vielleicht könnten die Leute deine Mutter dann auch beruhigen. Versuch das mal, ja? Ja. Wir müssen leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Alles Gute, toi, toi, toi. Okay. Tschüss. Domian? Ja. Kann ich noch schnell welche grüßen? Nee, geht leider nicht. Tschüss.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zusehen. Und ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Jan Hölz, Annette Bastian, Tim Stienauer, Thorsten Pallut, Nikolaus Schelzig und Angela Koch. Montag sind wir wieder da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.